ich grüße euch, 2017 ist da. Und wo bin ich? Klar, in der Star Wars Lounge. So, ich bin in der Star Wars Lounge und viele haben mich also sicherlich auch schon irgendwo anders gesehen, bei Pause Vision und bei der Produktion. Und jetzt sind wir jetzt wieder bei Star Wars Lounge. Wir schreiben das Jahr 2017, heute in 11 Monaten ist Episode 8 am Start, wir sitzen wieder im Kino und 3D. Gut, 3D stirbt im Häuslichen, haben wir auch soeben vernommen, jetzt schon im Januar. Der Januar ist 2017, ist gerade mal 17 Tage alt. Nein, 20 Tage. Ja, Herr Trump ist an der Macht, Herr Trump ist jetzt der Präsident. So, in Amerika. Was hier so am 24. September 2017 abgehen wird, wissen wir nicht. Jetzt jedenfalls noch nicht. Also, heute in 11 Monaten, heute in 8 Monaten und so weiter geht es rund. Rund mit der Baula hier in Nordrhein-Westfalen, überall in allen 16 Bundesländern. Ja? So, und in Amerika, wenn die ersten 100 Tage rum sind und so weiter und so fort. Star Wars, Krieg der Sterne, der neue Imperator, Trump. Mag sein, alles okay. Wir halten uns raus, ich halte mich raus. Wir möchten mit euch nochmal darüber philosophieren, über Star Wars. Wie gesagt, wenn wir Glück haben, Februar, März, April, kommt schon ein Taser. Es ist dann in San Diego die Ausstellung wieder. Ich verdeutsche das heute mal. Ne? Celebration 2017, Star Wars. Ja, der dritte Teil von Rebels läuft auch wieder an bei Disney XD, aber nur für die, die das haben. Demnächst ist ja eh Bezahlfernsehen ab 1. April und wenn Bezahlfernsehen ab 1. April kann man ja auch für die Jugendlichen, für sich selbst, für die Fans Disney XD ordern bei der Telekom oder bei Sky oder keine Ahnung, überall da, wo er mit in so einem Block zum Mieten drin ist. Ja, Mietfernsehen kommt, einem das gefällt oder nicht, so viele haben das alles noch nicht so verstanden, was Mietfernsehen bedeutet, aber egal. So, wir sind halt Pause Vision 2017, wir machen also Werbung. Das wurde halt auch schon, glaube ich, auf so manchen Sender da schon verklickert, was wir da so machen. Wir bleiben jetzt aber hier in der Lounge, Star Wars Lounge, Figuren, Film und Theater und alles, was es da so gibt. Star Wars muss nicht mehr erklärt werden, warum auch. Viele haben jetzt mittlerweile verstanden, dass vieles geändert worden ist. Viele haben verstanden, dass auch bei Disney einiges auf denen ihre Territorien verändert wird, damit dort das Thema Star Wars Platz bekommt. Und an sich muss man darüber keine Sendung mehr machen. Man muss keine Sendung mehr machen über Star Wars. Wer Star Wars nicht kennt, hat eh verpennt oder hat überhaupt keine Lust daraus, seine Energie drauf zu verschwenden. Ja, ist halt so. So, wir hier sind 100% Dienstleistung. Wir arbeiten hier, wir stellen vor, wir geben E-Casting, wir geben Foto, Film und alles sowas. So, wir sind Fernsehmacher, deswegen haben wir ja auch, wie gesagt, N24, Wetter und Nachrichten im Hintergrund. Von irgendwas muss das Ganze ja getragen werden, weil man kann nicht einfach so Sendung machen. Figuren, gut, wir ziehen uns raus, ich ziehe mich raus. Dieses Jahr Filmfiguren, alles schön und gut, aber das sind ja die anderen. Die anderen sind alles Milliardäre, auch hier George Lucas mittlerweile durch den Verkauf. Also George hatte 1 Milliarde irgendwie zusammenbekommen, jetzt hat er 5,5 Milliarden, gehört halt also auch zu diesen Millionären, nein, Milliardären. So, wir halt gehören zu den Normalen und wir wollen uns mit den Normalen nicht nur verbrüdern, verschwestern, sondern verbinden, positiv verbinden und mit ihnen und mit euch und mit Fans bei Facebook, YouTube und hier beim Kanal Sondersender Ultra HD, WebTV und so weiter wollen wir halt was Ganzes machen. Natürlich lustig, Spaß haben, ja, das möchten wir. Lustig sein, Spaß haben, das Leben genießen, so wie es ist. Wir haben hier aber auch sehr viele Sachen, die wir tagtäglich hören und wir wollen natürlich sehr vielen auch helfen diesbezüglich und darum gibt es halt keine Star Wars Lounge mehr und das Ganze, sondern es wird wieder der Ultra HD und Sondersender geben als solch Sender, auch bei Facebook.
und bei YouTube als Kanal. Weil so viele haben Probleme mittlerweile zum Beispiel mit Stromanbietern. Ja, fangen wir schon mal an, damit jeder so versteht, worum es demnächst so gehen wird. Viele haben Prozesse zu führen gegen Stromanbieter, weil Stromanbieter mittlerweile ziemlich merkwürdig sind. Auch wir selbst haben es durch einen sogenannten Stromwechsel erfahren und diesbezüglich haben wir gesagt, stopp, das stimmt. Was die Kunden uns tagtäglich da sagen, haben wir jetzt selbst live erlebt und können nur sagen, yo, da stimmt was nicht. Also wer Strom wechselt, kann Ärger bekommen, wenn er zum Beispiel eine E-Heizung hat. Ja, wir haben hier Fälle gehabt, da sollen Leute 6.000 Euro nachzahlen, obwohl die nur auf 30 Quadratmeter leben und sind total verwundert, wo soll der ganze Strom herkommen. Ja, wir haben festgestellt, dass einige Firmen, einige Anbieter einfach 2 Monate nicht liefern, ja, dann schaltet sich der Ortstyp ein, hier wäre das RWE mittlerweile Innology, und dann wollen die plötzlich für 2 Monate auch nochmal Geld haben. Also wir haben hier so vieles festgestellt. Wir haben eine junge Frau da, die ihre Kinder nicht kriegt, weil der Ehemann aus Peru ist, ein Peruaner, sie hat ihn halt geheiratet und ist selbst schuld, dass sie ihre Kinder nicht kriegt, weil der anders denkt. Ja, ja, Mitsprachebürger, Ausländer etc. denken nun mal anders, handeln anders. Und wenn sich eine deutsche Frau dann dort eingibt, ne, nicht ohne meine Kinder, das Buch kennen wir, den Film kennen wir. Diesbezüglich kommen wirklich Menschen rein, denen das wie im Buch, wie im Film, passiert. Ja, was machen wir denn da? Richtig, wir machen eine Sendung darüber. Wir werden darüber berichten. Und wenn diese Leute ihre Problematik auch vor dieser Kamera laufen lassen möchten, werden sie natürlich das sicherlich tun. In dem Fall stehe ich mal wieder zur Verfügung als Medienkanzler und berichte über solche Fälle, über die Stromfälle, dass wir abgezockt werden. Dass wir neue Gesetze haben, neue Richtlinien und neue Verpflichtungen. Da sind wir also auch beim Kern. Es gibt zum Beispiel keine Verpflichtung, ein sogenanntes Bonusheft zu haben für alle die, die mit dem Wort Zahnersatz was zu tun haben. So, wir haben uns ins Getümmel, also ich habe mich bereit erklärt, gewisse Problematiken aufzugreifen, selber mal hinzugehen und merken, stopp, hier stimmt was nicht, die Kunden haben recht. Zahnersatz kann teuer werden, ist richtig. Die Ausreden der Kassen, Zusatzkassenversicherung sind gigantisch. Stimmt aber alles nicht, weil es gibt ein Rechtssystem. Und in diesem Rechtssystem ist alles verankert. Da steht alles. Das sind lauter Präambeln, die man, ne, zum Beispiel Pflicht eines Bonusheftes gibt es nicht. Es gibt die Pflicht seit 1999, dass die Kassen und die Ärzte das Ganze zu 50% wirtschaftlich muss es sein, sozial erträglich muss es sein und es muss gemacht werden. Auch Vorsorge, wenn noch gar keine Krankheit im Anzug ist. Na? So, das sind so die Kernthemen, die da in den Sendungen, die wir jetzt hochfahren werden und auch ich persönlich moderieren werde, werden wir also auf den Weg bringen. Wir wollen einfach aufklären, wir wollen dabei sein, wir wollen helfen. Wir bringen unsere 100% Dienstleistung täglich von 39 bis 17, 30. Wir sind im Fernsehen zu erleben, wir sind im Web-TV, wir machen Vision, Post-Vision, wir machen also Ihre Werbung, Eure Werbung für die Künstler aller Sparten. Wir bringen eine Sendung, wir sagen die Wahrheit, nichts als die Wahrheit und wir wollen auch Rechtsirrtümer. Ja, es gibt Rechtsirrtümer und darauf wollen wir an sich mal anstoßen, weil die, die das machen, fliegen meistens auch raus. Wer Fernsehen sieht zum Beispiel Fass ohne Boden nicht mehr. Die Sendung Fass ohne Boden, weg. Einen gewissen Doktor, ne, Recht, Hübner, ist nicht mehr da. Lebt zwar in Köln, zwischendurch promoviert er auch in London, aber nicht mehr zu sehen. Die sogenannten Rechtsirrtümer. Was jeder meint, das wäre sein Recht und gar nicht stimmt. Es stimmt nicht. Es ist nicht das Recht, was jeder meint. Es ist so ein Irrglaube. Ein Irrglaube, Recht zu haben. Das ist halt nicht. Wir sind ein rechtlicher Staat, darauf brauchen wir jetzt auch nicht. Der eine ist ein Aluhutträger, der andere ist ein Reichsbürger. Ich, euer Medienkanzler, bin ein BRD-Bürger nach 1945. BRD. Ja? Lübcke, Adenauer, Strauß. Das ist, worüber ich philosophieren könnte. Alles, was davor ist, habe ich keinen Plan. Ich kann noch über Dutschke reden, der halt auch als Führer, na,
Studentenführer da war, also 60, 70, 80er Jahre. Und mittlerweile haben wir hier in der Regierung augenscheinlich die DDR 2.0. So empfindet man, wenn man sich bei Facebook schlau macht oder in den sozialen Netzwerken, die es da noch gibt, hat sich also schwer merkwürdig alles verändert. So, ihr merkt schon, die Sendung wird anders, hat nichts mehr mit Star Wars Lounge mit Figuren zu tun. Natürlich hin und wieder wird man da mal so eine Wackelkopffigur vorstellen hier. Ja, Mortal Kombat, das war auch so ein klasse Film. Ihr merkt, wir sind immer noch Filmverrückte. Wir sind immer noch Filmjunkies. Wir mögen Kunst, wir mögen das Leben, wir haben Spaß daran. Wir greifen aber auch Themen an. Wir sind nicht einverstanden. Wir sind die waschechten alten BRD 68er Rebellen. Ja, die alten BRD 68er Rebellen, die heute zwischen 60 und 70 nicht mehr so richtig Bock haben, auch 80 schon sind und auch keine Lust mehr haben. Aber die Jugend von heute, die Y-Gesellschaft zwischen 15 und 45, die kennt das doch jetzt gar nicht. 15 ist ja gerade mal nach Mauerfall und kennt das alles gar nicht. Gut, einige sagen schon, hey, wir DDR-Bürger, wir Ex-DDR-Bürger, wir merken, da stimmt was nicht. Mag ja sein, aber Ost und West ist immer noch gespalten. Wir sind immer noch nicht zusammen. Wir sind nicht ein Deutschland. Ja, das ist nur ein Name. Name Deutschland, schön und gut, den gibt es gar nicht. So, wir wissen alle, dass das stimmt. So, auf eine Art darf man Reichsbürger sein, weil es stimmt, es geht. Ja, Reichsbürger kann man nicht abschaffen. Die NPD ist auch demokratisch, kann man auch nicht abschaffen. Also, NPD kann man nicht abschaffen, die Reichsbürger kann man nicht abschaffen, weil irgendwie ist da noch was nicht so richtig am Laufen. So, wenn wir das irgendwann mal zusammenschmieden würden, ein neues BRD oder so, oder ein neues Deutschland, keine Ahnung, wie das heißen würde, aber es wäre neu. Es wäre neu, so wie Trump Amerika wieder hochfahren will, wie Lincoln es gemacht hat. Hätte er ja nicht da gestanden, wo Lincoln ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, und hier klappt es halt noch nicht. So, wir versuchen es aber, wie gesagt, ich versuche es mit Witz, mit Spaß, mit Humor, ja. Weil angegriffen wird man sowieso, negativ ist die Welt mittlerweile auch. Aber ihr wisst, ja, ihr wisst. Alles, was negativ ist, wird positiv. Schon mal drüber nachgedacht? Hin und wieder raubt einem das Negative schon den Lebensinhalt. Ist richtig. Ja? Die, die Zahnersatz brauchen, haben Ärger. Die überhaupt irgendwie, irgendwo. Aber Cannabis ist ja auch frei mittlerweile. Meine Güte, der 20.01.2017, die erste Wahnsinnssendung hier und Cannabis ist frei. Die Kiffer können sich endlich bei der Apotheke sich das abholen. Ne? Wer schwerst krank ist, super krank ist, wer schon gar nicht mehr richtig kaufen kann, kann sich Cannabis holen, geht dann high in den Klo. Ihr wisst schon, was ich meine. Ab in die 3 Meter Ebene. Tiefer, richtig, im Holzsack. Ja, aber er ist fröhlich. Er wird ziemlich fröhlich da runterkiffen. Irgendwie wird die Welt bunter. So, in Nordrhein-Westfalen ist das Widerrufsrecht seit 2017, jetzt in Kraft seit 2015, auch vereinfacht worden. Wer also Krieg hat mit irgendjemandem, vor Gericht muss mit jemandem, kein Thema, das Widerrufsrecht etc., hat sich alles ein bisschen verändert. Auch im Jahre 2015 ist jetzt so richtig am Rollen das Ganze. So, also, unsere Sendung wird sein, wir werden allen helfen, auch allen Kunden, die hier reinkommen, ihr Problemchen haben. Dieses Problem wird aufgegriffen. Ob das eine Mutter ist, die ihre Kinder nicht mehr bekommt, weil der Mann aus Peru hat andere Vorstellungen vom Leben, andere Vorstellungen durch seine nationale Begebenheit, die Kinder seiner Mutter nicht mehr, also die Kinder seiner Frau da zu geben, ne? Nicht ohne meine Kinder. Die hat ein echtes Problem, versuchen wir auf den Weg zu bringen, dass dieses Problem an die Öffentlichkeit kommt. Die junge Frau hat auch versucht, ein Buch zu schreiben darüber. Ist alles nicht so einfach, weil im Jahr 2017 gibt es ja schon alles, wenn man, ja, nicht ohne meine Kinder als Buch, als Film. Und wenn so eine junge Dame dasselbe durchmacht, weil irgend so eine Art, ne, Waldorfschule da mit ihrer Auffassung, weil da so eine Gemeinde mit ihrer Auffassung, ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, heutzutage einfach zu leben. Es ist nicht einfach, Mutter zu sein. Es ist nicht einfach, Vater zu sein. Es ist gar nicht mehr so alles so einfach. Obwohl alles so einfach ist. Ja, wenn man einfach mit Humor durch die Gegend geht
hat man sehr viel Spaß. Und wenn man sehr viel Spaß hat, kann es sein, dass man natürlich sehr viel Ärger bekommt, weil ein anderer gar nicht mehr so spaßig unterwegs ist. Wir hier leben zum Beispiel in einer Region, die nennt sich Frohnhausen. So, dann meint man, Mann, da sind die alle froh, lächeln. Nee, eben nicht. Ja, diese sogenannten Frohnhauser hier, da ist die Kinnlade mehr drunter wie bei Merkel. Ja, wenn man den Herrn von der SPD, diesen Herrn, der sich da hat jetzt einbauen lassen, damit er abspecken kann, Gabriel, ja genau der, Gabriel von der SPD, wenn man sieht, der hat fast schon dieselben, genau, wie Merkel. Ja, ihr merkt schon. Also es wird alles ein bisschen komisch. Apropos SPD. SPD ist ja auch mal verboten worden. Noch ist keine andere, noch niemals die NPD ist verboten worden, aber die SPD. Die SPD ist verboten worden. Die war irgendwann mal feindlich eingestuft. Wisst ihr, so versuchen wir jetzt hier mal so Ansätze, damit jeder weiß, was könnte denn da, oder lohnt es sich, diese Sendung zu sehen? Medienkanzler ist zwar bekannt, aber schauen wir mal, ob wir da reingucken sollen. Entscheidet ihr selbst. Also meiner einer wird humoristisch euch mal so die Welt der Rechtsirrtümer, die Welt der Kunden, die ihre Problematik haben und natürlich Weltgeschehen. Ja, zwischendurch Wetter und Nachrichten würde nur hier vor Ort eingeblendet werden. Meiner einer würde auch hier vor Ort stumm sein. Deswegen muss ich darauf verweisen, dass Post Vision, also POS in Deutsch, POS Vision, stumm daherkommt mit Bildern. Ja? Also es werden Bilder dargestellt und so weiter und so fort. Und halt die Werbeeinheiten derer Künstler, die ihre Sachen dort unterbringen wollen, oder halt die Gewerbetreibenden, die ihre Produkte anpreisen möchten. So, das ist alles. Also ihr wisst Bescheid. Star Wars Launch gibt es leider nicht mehr. Die Sendung ist soeben hiermit beendet. Wir gehören, wie gesagt, jetzt zu Post Vision. Wir gehören zur Problematik. Wir helfen da, wo wir können. Wir wollen diskutieren. Wir wollen uns unterhalten. Und wir wollen aber ganz, ganz, ganz viel Spaß haben. Und Spaß haben möchten wir doch miteinander. Ja, wir möchten Spaß haben. Wir stehen zur Verfügung, 100% stehen wir zur Verfügung und helfen auch. Ja, ist richtig. Alles hat zwar seinen Preis, das ist richtig. Qualität hat noch mehr Preis, ist auch richtig. Die Zahnersatz brauchen, wissen Bescheid, wie teuer Zahnersatz werden kann. Aber auf dem Weg bringen wir noch einmal, dieses Bonusheft ist keine Pflicht, lasst euch da nicht beirren. Es ist noch keine Pflicht, die haben zu müssen und irgendwas zu bekommen. Es gibt Härtefälle und die Härtefälle müssen. Seit 1999 ist es so, dass der Patient bzw. damit gar nichts mehr zu tun hat, sondern der Arzt und die Krankenkasse. So sieht's aus. Und wer ins Krankenhaus geht, braucht auch keine Angst haben, dass er irgendwas blechen muss. Gut, diese 10 Euro da ist halt da, immer noch pro Tag, aber das andere ist ja auch schon wieder weg. Na? Man muss also keine 10 Euro mehr beim Arzt bezahlen. Ich meine, wir sind Lemminge. Jeder einzelne von uns ist ein Lemming. Wenn irgendwie der Führer da, Frau Merkel oder wie die da heißen, also die Person, die gerade die Macht beherrscht, sagt, spring bitte von der Klippe, der Deutsche macht sofort, er springt. Beim Fall merkt er leider, dass der Fallschirm fehlt. Ja, vorher orientieren, vorher nachfragen, na, bevor ihr der Macht gehörig da irgendwie den Hopser macht. Mal drüber nachgedacht. Das ist halt unsere Sendung jetzt hier bei Sondersender Ultra HD Web TV hier in Nordrhein-Westfalen. Und jeder, der jetzt diese Sendung durch Zufall gesehen haben möge oder wollte oder keine Ahnung, weil er mich entdeckt hat, viele begrüßen mich ja auch über der Straße auch schon. Hey, bin hier, ganz alles klar. Finde ich toll, macht Spaß. So, kann natürlich wieder mitmachen. Ja, wir werden wieder Künstler helfen. Wie gesagt, liebe Künstler, es kostet trotzdem Geld. Umsonst geht nicht. Ihr wollt ja auch nochmal Geld verdienen. Ihr schreibt uns auch an, wenn wir in die Sendung kommen, brauchen wir ja klar. Ob da nun unser Tom Sick ist hier, der jetzt Radio macht. Ne, Willi, der Willi aus Herne. Ne? Tom Sick, der Brutzler und der Wichser. Nee, das waren die anderen. Der Wendler, der Wendler, genau. Zum Beispiel. Ja. Es sind also genügend Künstler hier. Es sind auch genügend die Postvision schon mitbetreiben, über 4000 machen das schon mit. Und wie gesagt, es ist ja funkelnagelneu, das Ganze alles. Wir schreiben das Jahr 2017 und es ist der 20. Tag. Wir haben noch 100 Tage, dann wissen wir auch Bescheid, wie der Trump unterwegs ist.
So, 100 Tage, gibt uns 100 Tage und dann können wir darüber diskutieren, ob ihr den Sondersender Ultra DWeb TV und so weiter und so fort, ob ihr die Sendung mögt, ob ihr Lust habt, ob ihr selber interpretiert, ob ihr selber eine Rubrik einreicht, worüber wir dann, beziehungsweise ich, euer Medienkanzler, darüber sprechen werde. Das liegt immer noch bei euch und würde mich tierisch freuen, wenn ihr es tätet. Also dann, ihr seid einmal bei Sammelfiguren, ihr seid einmal bei Ultra HD und ihr seid einmal bei Sondersender, ist das Ganze. Sondersender ist das Ganze, sind die Rubriken, und Oberhaupt ist N24 Nachrichten und Wetter. In dem Sinne, macht's gut.